Die 1%-Methode. James Clear. Minimale Veränderung, maximale Wirkung. Einleitung für die 1%-Methode und was dich erwartet in diesem Buch. Kleine Gewohnheiten für große Erfolge. Dieses Hörbuch bietet dir wertvolle Einblicke und Inspiration, um positive Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. Denk einmal darüber nach, was möchtest du in deinem Leben verbessern? Vielleicht strebst du eine gesündere Ernährung an, möchtest mehr Bücher lesen, eine neue Sprache erlernen oder endlich Gitarre spielen können. Die Möglichkeiten zur Veränderung sind schier endlos, aber oft ist es schwieriger, als es auf den ersten Blick scheint. Der Wunsch nach mehr Salat auf dem Teller allein wird nicht automatisch zu gesünderen Essgewohnheiten führen. Die Idee, mehr Bücher zu lesen, bedeutet nicht zwangsläufig, dass du nach einem anstrengenden Arbeitstag ein Buch aufschlägst, anstatt Netflix einzuschalten. Und die Entscheidung, Drehbuchautor zu werden, verwandelt dich nicht über Nacht in den nächsten Billy Wilder, Aaron Sorkin oder Quentin Tarantino. Hier kommen Gewohnheiten ins Spiel. In den kommenden Abschnitten dieses Hörbuchs werden wir die zentralen Konzepte aus James Clears Buch Die 1%-Methode vorstellen. Du wirst erkennen, dass der Schlüssel zu bedeutenden Veränderungen im Leben nicht in radikalen Umwälzungen liegt. Du musst nicht dein gesamtes Verhalten umkrempeln oder dich komplett neu erfinden. Stattdessen werden wir entdecken, wie kleine Verhaltensänderungen, wenn du sie konsequent praktizierst, im Laufe der Zeit zu dauerhaften, positiven Gewohnheiten werden können. Begleite uns auf dieser Reise der Selbstverbesserung und erfahre, wie du mit kleinen Schritten große Erfolge erzielen kannst. Dein Leben wird sich verändern und es beginnt mit den kleinen Gewohnheiten. Kernaussage 1. Das 1% Unterschied. Stell dir vor, ein Flugzeug hebt in Los Angeles ab und ist auf dem Weg nach New York. Der Pilot gibt alle Daten korrekt in den Bordcomputer ein und das Flugzeug startet wie geplant. Doch kurz nach dem Abheben ändert der Pilot aus Versehen den Kurs, nur um winzige 3,5 Grad. Das entspricht weniger als einem Meter seitlicher Abweichung. Weder die Passagiere noch der Pilot bemerken diesen geringfügigen Kurswechsel. Dennoch hat diese kleine Abweichung einen großen Einfluss auf den Flugverlauf. Statt in New York City landen die Passagiere und der Pilot in Washington, D.C. Was hat das mit Gewohnheiten zu tun? Diese kleine Geschichte verdeutlicht, dass wir, ähnlich wie der Pilot, die Auswirkungen kleiner Veränderungen in unserem Leben oft nicht sofort bemerken. Wenn du heute beispielsweise beschließt, 20 Minuten zu joggen, wirst du morgen nicht unbedingt fitter sein. Genauso wenig wirst du über Nacht übergewichtig, wenn du heute eine Familienpizza isst. Jedoch, wenn du diese kleinen Verhaltensweisen täglich wiederholst, summieren sich ihre Auswirkungen im Laufe der Zeit. Tägliches Joggen verbessert deine Fitness und tägliches Pizzaessen kann zu Gewichtszunahme führen. In beiden Fällen sind es die täglichen Gewohnheiten, die langfristige Veränderungen bewirken. Es geht darum, das tägliche 1% zu erkennen, das dich letztendlich zu deinen 100% führt. Es mag frustrierend sein, wenn du nicht sofort Ergebnisse siehst. Wenn du dich auf deinem Weg demotiviert fühlst, erinnere dich an die Flugzeugmetapher. Konzentriere dich nicht auf sofortige Ergebnisse, sondern darauf, den richtigen Kurs beizubehalten. Wenn du beispielsweise Geld sparen möchtest, schau nicht ständig auf deinen Kontostand und lass dich nicht entmutigen. Stattdessen konzentriere dich auf dein langfristiges Ziel und vertraue darauf, dass du mit deinen Gewohnheiten auf dem richtigen Weg bist. Wenn du weiterhin monatlich Geld beiseite legst, wirst du mit der Zeit eine beträchtliche Summe ansammeln. Der Schlüssel ist, die richtigen Gewohnheiten zu entwickeln. Sie sind der Wegweiser zu langfristigen Veränderungen. Kernaussage 2. Automatisierte Verhaltensmuster. Gewohnheiten durchziehen unseren Alltag. Zum besseren Verständnis, lassen Sie uns mit einem einfachen Gedankenexperiment beginnen. Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen dunklen Raum. Was tun Sie instinktiv? Ihre Hand tastet nach dem Lichtschalter. Das Einschalten des Lichts ist eine Gewohnheit, eine Handlung, die Sie bereits so oft wiederholt haben, dass sie automatisch abläuft. Gewohnheiten sind allgegenwärtig. Zähne putzen, Fahrradfahren, das Herausholen des Handys in Wartesituationen. All das sind Gewohnheiten. Aber wie entstehen diese Gewohnheiten? Der US-Psychologe Edward Thorndike führte Ende des 19. Jahrhunderts eine berühmte Experimentreihe durch, um diese Frage zu beantworten. Hierbei verwendete er Katzen, und ich möchte mich zuvor bei allen Katzenfreunden entschuldigen, denn seine Experimente waren nicht besonders angenehm für die beteiligten Tiere. Thorndikes Experiment zur Entstehung von Gewohnheiten lief wie folgt ab.
Er platzierte Katzen in einem sogenannten Problemkäfig, einer Holzkiste mit Stäben. Diese Kiste konnte von den Katzen relativ einfach geöffnet werden, indem sie an einer Schnur zogen oder einen Hebel betätigten. Die meisten Katzen begannen sofort damit, auf verschiedene Weisen zu versuchen, aus dem Käfig zu entkommen. Sie kratzten und schnupperten an den Wänden und Stäben. Schließlich fand jede Katze den Hebel und der Käfig öffnete sich. Bei jedem erneuten Durchgang lernten die Katzen den Trick schneller. Nach etwa 20 bis 30 Versuchen benötigten sie durchschnittlich nur noch 6 Sekunden, um den Käfig zu öffnen. In anderen Worten, sie hatten eine Gewohnheit entwickelt, aus der Kiste auszubrechen. Thorndike entdeckte dabei eine entscheidende Erkenntnis. Verhalten, das mit einer positiven Belohnung verbunden ist, in diesem Fall die Freiheit, wird mit großer Wahrscheinlichkeit so oft wiederholt, bis es zur Gewohnheit wird. Was für Katzen gilt, trifft auch auf Menschen zu. Wir entdecken befriedigende Lösungen für alltägliche Probleme und verwandeln sie durch häufige Wiederholung in Gewohnheiten. Seit Thorndikes Experimenten hat die Wissenschaft noch mehr über Gewohnheiten herausgefunden, insbesondere, dass sie aus 4 Elementen bestehen: einem Auslöser, Reiz, einem Verlangen, Antwort, einer Reaktion, Verhalten und einer Belohnung, Ergebnis. Dieses Schema ist auf jede Gewohnheit anwendbar. Zum Beispiel das morgendliche Kaffeetrinken. Das Aufwachen ist der Auslöser. Das Verlangen ist nach mehr Energie. Die Antwort besteht darin, zur Kaffeemaschine zu gehen. Und die Belohnung ist das angenehme Gefühl, wacher zu sein. Jetzt, da Sie verstehen, wie Gewohnheiten funktionieren, werden wir uns im weiteren Verlauf damit beschäftigen, wie Sie positive Gewohnheiten entwickeln können, um Ihr Leben zu verbessern. Kernaussage 3: Offensichtliche Auslöser und konkrete Umsetzungspläne. In dieser Kernaussage erfahren wir, wie offensichtliche Auslöser und konkrete Umsetzungspläne genutzt werden können, um positive Gewohnheiten zu etablieren. Aber bevor wir uns näher damit befassen, wollen wir die 4 Hauptbestandteile einer Gewohnheit nochmals wiederholen. Der Auslöser, der Reiz, der dich zur Handlung motiviert. Das Verlangen, das Ziel, das du erreichen möchtest. Die Antwort, die konkrete Handlung, die du ausführst. Die Belohnung, das positive Gefühl, das du nach der Handlung erhältst. Mit diesem Verständnis im Hinterkopf können wir nun betrachten, wie du Gewohnheiten entwickeln kannst, die dich positiv beeinflussen. Nehmen wir an, du möchtest ein Buch schreiben, hast eine großartige Idee dafür, aber das regelmäßige Schreiben fällt dir schwer. Jeden Morgen nimmst du dir vor, daran zu arbeiten, aber am Ende des Tages hast du nichts geschafft. In solchen Fällen ist es entscheidend, klare und offensichtliche Auslöser zu setzen. Platziere deinen Notizblock und dein Schreibmaterial an einem gut sichtbaren Ort auf deinem Schreibtisch. Stelle sicher, dass du es nicht übersehen kannst. Je offensichtlicher der Auslöser ist, desto wahrscheinlicher wirst du zur Handlung motiviert. Dieselbe Idee lässt sich auf andere Gewohnheiten übertragen. Wenn du beispielsweise gesünder essen möchtest, lege das Obst an einen gut sichtbaren Ort auf deinem Tisch, sodass du dazu inspiriert wirst, eine gesunde Zwischenmahlzeit zu wählen. Eine weitere wirkungsvolle Methode zur Etablierung von Gewohnheiten sind sogenannte Implementation Intentions oder Umsetzungsabsichten. Hierbei geht es darum, die Umsetzung deiner Ziele so konkret wie möglich zu planen. Anstatt vage Ziele zu setzen wie "Ich möchte gesünder essen" oder "Ich will mehr schreiben", formuliere klare und konkrete Pläne. Zum Beispiel könntest du festlegen, dass du montags, mittwochs und freitags mindestens 3 Kilometer laufen wirst. Oder du planst, jeden Wochentag vor dem Frühstück mindestens 1 Stunde am Buch zu schreiben. Indem du deine Absichten so spezifisch festlegst und klare Auslöser setzt, wird es viel einfacher, positive Gewohnheiten zu entwickeln und an ihnen festzuhalten. Eine beeindruckende Fallstudie von Dr. Anne Thorndike, einer Ärztin aus Boston, zeigt, wie eine veränderte Umgebung zu besseren Gewohnheiten führen kann. Sie wollte ihren Patienten helfen, ihre Ernährungsgewohnheiten zu verbessern. In einem Experiment gestaltete sie die Auswahl an Getränken in der Krankenhauscafeteria um. Statt Limonade gab es nun stilles Wasser und Wasserflaschen wurden in Körben in der Cafeteria platziert. Das Ergebnis war erstaunlich. Der Verkauf von Limonade ging um 11% zurück, während der von Wasser um 25% stieg. Die Patienten trafen gesündere Entscheidungen, ohne sich bewusst dafür entscheiden zu müssen, einfach aufgrund der veränderten Umgebung. Diese Studie verdeutlicht, wie die bewusste Gestaltung der Umgebung Auslöser für positive Verhaltensänderungen sein kann. Damit haben wir nun die Bedeutung von Auslösern und Umsetzungsplänen verstanden.
Weiter geht es im nächsten Abschnitt. Vierte Kernaussage dieses Buchs: attraktive Gewohnheiten entwickeln. Nun widmen wir uns dem angenehmen Teil der Gewohnheiten, den Belohnungen. Aber bevor wir uns dem widmen, beginnen wir mit einem beeindruckenden Experiment, das 1954 von den Neurowissenschaftlern James Olds und Peter Milner durchgeführt wurde. Sie führten ein Experiment an Ratten durch, bei dem sie Elektroden in die Gehirne der Tiere einsetzten, um die Dopaminproduktion zu blockieren. Das Ergebnis war schockierend. Die Ratten verloren jeglichen Lebenswillen. Ohne Dopamin hörten sie auf zu essen, zu trinken und sich zu vermehren, bis sie schließlich an Dehydrierung starben. Dieses Experiment verdeutlicht die Rolle von Dopamin, auch als Glückshormon bekannt, als einen starken Motivator. Das menschliche Gehirn schüttet Dopamin vor allem aus, wenn wir Dinge erleben, die für unser Überleben von Bedeutung sind, wie leckeres Essen, Getränke oder sexuelle Aktivitäten. Diese Belohnungen erzeugen ein positives Gefühl und motivieren uns, sie immer wieder zu erleben. Was das mit Gewohnheiten zu tun hat, ist Folgendes. Das Gehirn kann nicht zwischen dem tatsächlichen Genuss und der Vorfreude auf diesen Genuss unterscheiden. Der Gedanke an angenehme Aktivitäten löst bereits Dopamin aus. Das bedeutet, dass, wenn du eine Gewohnheit mit positiven Erwartungen verbindest, es viel wahrscheinlicher ist, dass du diese Gewohnheit auf lange Sicht beibehältst. Hier kommt die psychologische Technik der Bedürfniskombination ins Spiel. Bedürfniskombination tritt auf, wenn du eine weniger attraktive Gewohnheit, die du entwickeln möchtest, mit einer angenehmen Handlung verbindest. Die Vorfreude auf die Belohnung erzeugt Dopamin, das dich dann zur Ausführung der neuen Gewohnheit motiviert. Ein anschauliches Beispiel für Bedürfniskombination ist die Geschichte des irischen Informatikstudenten Ronan Byrne. Er wusste, dass er mehr Sport treiben sollte, aber fand es langweilig. Allerdings liebte er das Schauen von Netflix. Also hatte er eine brillante Idee. Er baute seinen alten Heimtrainer um und koppelte das Fahrrad an seinen Laptop. Dann schrieb er ein Programm, das das Streamen von Netflix nur dann erlaubte, wenn er eine bestimmte Geschwindigkeit auf dem Fitnessgerät erreichte. Auf diese Weise verknüpfte er die lästige sportliche Aktivität mit dem Vergnügen des Netflix-Schauens. Du musst jedoch kein Technikgenie sein, um diese Strategie anzuwenden. Es gibt einfachere Wege. Wenn du mehr Sport treiben möchtest, aber lieber Promi-Magazine liest, verpflichte dich, diese Zeitschriften nur noch im Fitnessstudio auf dem Laufband zu lesen. Oder wenn du gerne Kuchen isst, könntest du dir einen Kuchen in der nahegelegenen Bäckerei als Belohnung versprechen, nachdem du eine Szene für dein Drehbuch geschrieben hast. Die Essenz ist, dass du dir ungeliebte Aufgaben durch die Vorfreude auf angenehme Belohnungen versüßen kannst. Auf diese Weise kannst du auf der Dopaminwelle zu deinen gewünschten Gewohnheiten reiten. Kernaussage 5. Wie mache ich Gewohnheiten einfach? Die Vereinfachung von Gewohnheiten ist von großer Bedeutung, um sie nachhaltig in dein Leben zu integrieren. Einfache Gewohnheiten sind leichter beizubehalten und sie zu etablieren ist effektiver, wenn der Aufwand minimal ist. Unser Alltag ist von einfachen Verhaltensmustern geprägt. Einfache Dinge wie zielloses Surfen im Internet oder das Leeren einer Tüte Kartoffelchips auf dem Sofa sind leicht zu erledigen. Im Gegensatz dazu sind Aktivitäten wie 100 Liegestütze oder das Erlernen einer neuen Sprache anspruchsvoller und zeitaufwendiger. Daher ist die Vorfreude und die Motivation, solche anspruchsvollen Aktivitäten langfristig beizubehalten, oft begrenzt. Der Schlüssel, um gewünschtes Verhalten leichter in deinen Alltag zu integrieren, ist die Schaffung von Gewohnheiten. Dies gelingt am besten, indem du den Aufwand reduzierst. James Clear, der Autor des Buches, teilt eine Anekdote über seine Frau, die erfolgreich Grußkarten versendet. Sie hat eine Kiste mit Grußkarten, die nach verschiedenen Anlässen sortiert sind. Egal ob Hochzeit, Geburtstag oder eine Geburt, sie hat immer die passende Karte zur Hand. Dadurch spart sie sich die Anstrengung, jedes Mal eine neue Karte kaufen zu müssen und muss nur noch ein paar persönliche Worte hinzufügen. Die gleiche Strategie funktioniert auch, wenn du eine schlechte Gewohnheit loswerden möchtest. Wenn du zum Beispiel weniger Zeit vor dem Fernseher verbringen möchtest, kannst du den Stecker herausziehen und die Batterien der Fernbedienung verstecken. Mit diesem zusätzlichen Aufwand wirst du wirklich nur fernsehen, wenn du es bewusst willst, anstatt es aus Gewohnheit zu tun. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vereinfachung von Gewohnheiten durch die sogenannte 2-Minuten-Regel. Diese Regel besagt, dass du jede Gewohnheit in kleine, leicht umsetzbare Einheiten von etwa 2 Minuten aufteilen kannst.
Wenn du vorhast, mehr Bücher zu lesen, versuche nicht, in einer Woche einen 1000-seitigen Wälzer zu verschlingen. Stattdessen lies jeden Abend nur 2 Seiten. Oder wenn du eines Tages einen Marathon laufen möchtest, gewöhne dir zunächst die Gewohnheit an, nach Feierabend einfach deine Laufkleidung anzuziehen, selbst wenn du am Ende nicht laufen gehst. Diese kleinen Handlungen sind leicht in Gewohnheiten umzuwandeln. Sie fungieren als Türöffner. Wenn du bereits in Laufkleidung bist, wirst du eher eine Runde laufen gehen. Wenn du 2 Seiten gelesen hast, wirst du vielleicht neugierig darauf, wie die Geschichte weitergeht. Der Schlüssel ist also, klein anzufangen und einfach loszulegen. Der Anfang ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Kernaussage 6. Kleine Belohnungen sind entscheidend. Gewohnheiten müssen befriedigend sein, um nachhaltig zu sein. Stephen Luby, ein erfolgreicher Gesundheitsforscher, erzielte signifikante Verbesserungen in der Gesundheit von Kindern in Pakistan, indem er hochwertige Seife kostenlos verteilte. Dies führte dazu, dass die Menschen regelmäßig ihre Hände wuschen, da die Seife ein befriedigendes Erlebnis bot, wenn sie schön aufschäumte. Dies illustriert das 4. und letzte Gesetz für die nachhaltige Verhaltensänderung. Gewohnheiten müssen befriedigend sein. In der heutigen Welt leben wir in einem sogenannten Delayed Return System, in dem unsere Handlungen selten zu unmittelbaren Ergebnissen führen. Beispielsweise arbeiten wir heute, erhalten jedoch erst am Monatsende unsere Bezahlung. Dies steht im Kontrast zum Immediate Return System unserer frühmenschlichen Vorfahren, bei denen Handlungen unmittelbare und sichtbare Auswirkungen hatten. Unser heutiges neuronales Belohnungssystem ist auf unmittelbare Belohnungen ausgerichtet, was dazu führt, dass schlechte Gewohnheiten, die sofortige Befriedigung bieten, begünstigt werden. Ein Beispiel ist das Rauchen. Obwohl es langfristige gesundheitliche Auswirkungen hat, bietet es eine sofortige Befriedigung. Um dieses Problem zu lösen, empfiehlt der Autor, Gewohnheiten, die nicht sofort zu angenehmen Ergebnissen führen, mit einer unmittelbaren Befriedigung zu verknüpfen. Zum Beispiel könnten Menschen, die weniger auswärts essen und stattdessen mehr zu Hause kochen möchten, ein Europareisekonto erstellen und jedes Mal einen Betrag darauf einzahlen, wenn sie auf einen Restaurantbesuch verzichten. Die unmittelbare Befriedigung, ihr Reisebudget zu erhöhen, dient als starker Anreiz, um ihr langfristiges Ziel zu erreichen. Insgesamt haben wir nun gelernt, wie gute Gewohnheiten erfolgreich etabliert werden können. Aber selbst wenn wir Verhaltensweisen so befriedigend und einfach wie möglich gestalten, kann es immer noch eine Herausforderung sein, sie beizubehalten. Daher sind im letzten Abschnitt einige zusätzliche Tipps enthalten, die dabei helfen, die neuen Gewohnheiten aufrechtzuerhalten. 7. Kernaussage dieses Buchs: Kontrolle ist am besten. Die 7. Kernaussage befasst sich mit effektiven Techniken, um gute Gewohnheiten aufrechtzuerhalten. Erstens: Gewohnheitstracking. Benjamin Franklin ist ein berühmtes Beispiel für diese Methode. Bereits in jungen Jahren begann er, ein Tagebuch über sein Verhalten zu führen. Er notierte, wie gut er sich an seine 13 wichtigsten Werte hielt. Abends nahm er sich Zeit, um seine Erfolge zu dokumentieren. Du kannst diese Methode anwenden, indem du einen Jahreskalender verwendest und jeden Tag markierst oder abstreichst, an dem du deine Vorsätze eingehalten hast. Das Tracking selbst wird zur Belohnung, die dich motiviert. Zweitens: Gewohnheitsvertrag. Bei dieser Technik legst du einen Vertrag fest, der Verstöße gegen deine Vorsätze mit konkreten Strafen belegt. Es ist hilfreich, Rechenschaftspartner einzubeziehen, die sicherstellen, dass du die Bedingungen des Vertrags einhältst. Ein Beispiel ist der Fall von Brian Harris, der mit seiner Frau und seinem Fitnesstrainer einen Gewohnheitsvertrag abschloss. Er verpflichtete sich, sein Gewicht auf 90 Kilo zu reduzieren und legte spezifische Gewohnheiten fest, um dieses Ziel zu erreichen. Bei Verstößen gab es finanzielle Strafen. Drittens: Die soziale Komponente des Gewohnheitsvertrags ist entscheidend, da die Meinung unserer Mitmenschen einen starken Einfluss auf unser Verhalten hat. Es ist effektiver, wenn jemand zuschaut und uns zur Rechenschaft zieht. Der Vorschlag hier ist, selbst einen Gewohnheitsvertrag aufzusetzen. Er muss nicht so kostspielig sein wie der von Brian Harris, und du kannst einen Rechenschaftspartner finden, vielleicht einen Freund oder Kollegen. Gemeinsam könnt ihr Bedingungen festlegen und eine Strafe für Verstöße vereinbaren. Dies schafft zusätzliche Motivation, um deine Gewohnheiten beizubehalten. Diese kleinen Änderungen und Techniken können dir helfen, auf lange Sicht an deinen guten Gewohnheiten festzuhalten und große Erfolge zu erzielen. Fazit zur 1%-Methode von James Clear:
Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Erkenntnisse wie folgt festhalten. Erstens. Kleine Veränderungen führen zu großen Wirkungen. Eine geringe Anpassung in deinem Verhalten kann langfristig erhebliche Auswirkungen haben, wenn sie zu einer festen Gewohnheit wird. Zweitens. Die Anatomie einer Gewohnheit. Gewohnheiten bestehen aus vier Elementen: Auslöser, Verlangen, Antwort und Belohnung. Sie sind der Schlüssel zur Bildung neuer Gewohnheiten. Drittens. Die vier Gesetze der Gewohnheitsbildung. Positive Gewohnheiten sollten offensichtlich, attraktiv, einfach und befriedigend sein, um dauerhaft etabliert zu werden. Viertens. Gewohnheitstracking und Rechenschaftspartner. Das aktive Dokumentieren deines Verhaltens und die Einbeziehung von Rechenschaftspartnern können helfen, deine Gewohnheiten beizubehalten und dich auf dem Weg zu deinem Ziel zu unterstützen. Fünftens. Gewohnheiten aufbauen. Du kannst neue Gewohnheiten leichter etablieren, indem du sie an bereits bestehende Gewohnheiten anknüpfst. Dies ermöglicht es, positive Verhaltensänderungen in deinen Alltag zu integrieren, ohne große Umstellungen vorzunehmen. Vereinfacht gesagt: Indem du diese Prinzipien anwendest, kannst du gezielt an deinen Gewohnheiten arbeiten, positive Veränderungen in deinem Leben bewirken und langfristig erfolgreicher sein. Es geht darum, kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen und sie in deinem täglichen Leben zu verankern. Mit der Zeit können diese kleinen Schritte zu großen Veränderungen führen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!